Ich komme vom kleinen Dorf im Sauerlande, von kleinen Leuten, und man hat mir an der Wiege nicht gesungen, dass ich Kandidat für den Posten des Bundespräsidenten sein sollte. Am 1. Juli wurde Heinrich Lübke zum neuen Bundespräsidenten gewählt. Ein größerer Gegensatz als der zwischen ihm und Professor Heuss war kaum vorstellbar. Liebe Mitbürger, liebe Jugend, wenn ich dieses Jahr hier zum 17. Juni in Helmstedt spreche, dann ist das mein eigener Wunsch gewesen. Die Mitteilungen, die ich Ihnen mache, die sind verhältnismäßig kurz. Wurde auch von der kanadischen Regierung nach Ottawa eingeladen zur Hauptstadt. Das ist so rein an einer bereitwilligen bereitwilligen Arbeitskräfte. Aber es fehlt ihnen eben an Menschen. Wegen meines Interesses habe ich gesagt, ich wäre dort in meiner Jugend schon längst mit meinem Freund Karl May spazieren gegangen. Und dafür hatte sie volles Verständnis. Es ist fast, als wenn das verlorene Paradies zurückgekommen wäre. Sie denken, dass ich lange nicht mehr in der Schule war. Mein geistige Niveau ist natürlich gleichermaßen gesunken. Wenn man dazu die Musik hat, das ist wie ein Märchen. Und dieses Märchen wollen wir ausnutzen. Durch ein geteiltes Kapitalfeststellung. Ich war schon mal besser damit, mit dieser Propaganda und vor allen Dingen den Propaganda-Essen. Ich muss nur sagen, wer das sich nebeneinander hält, der kann überhaupt keine andere Wahl wählen, dass ohne die Tiefkühlketten werden wir uns späterhin nicht mehr die Ernährung verbessern können. Doch einmal wird der Tag kommen, an dem die Bundesgartenschau wieder eine Gesamtschau für alle deutschen Gärtner und Gartenliebhaber sein wird. Wenn Sie kommen wollen, es wird vielleicht sehr interessant. Mit diesen paar Worten möchte ich aufhören und meinen Schluss machen. Es wird, glaube ich, ganz gut, würde für mich ganz gut sein, wenn ich einige Stunden ins Bett gehe. Guten Morgen, meine Damen.